Liebe Jazzfreunde, herzlich willkommen zu meinem 11. Tutorial. Heute geht es um die sogenannten Left-Hand-Voicings. Dies sind Akkorde in enger Lage. Sie sind für moderne Harmonisationstechniken unverzichtbar. Insbesondere eignen sie sich wegen der engen Lage hervorragend als Begleitakkorde für die linke Hand des Pianisten. Ihr Klangcharakter ist für den modernen Jazz charakteristisch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und gleich geht's los. Bei Left-Hand-Voicings handelt es sich meist um vierstimmige Akkorde in enger Lage mit ein oder zwei Spannungstönen ohne Grundton. Diese Akkorde eignen sich durch ihre enge Lage bei Pianisten bestens als Begleitakkorde für die linke Hand, wobei der Bassist jeweils die Grundtöne der Akkorde spielt. Daher werden sie auch Left-Hand-Voicings genannt. Bevor wir uns näher mit dem Aufbau dieser Akkorde beschäftigen, hören wir uns ein typisches Beispiel für den Einsatz dieser Akkorde als Begleitakkorde für die linke Hand an. Nun sehen wir uns den Aufbau dieser Akkorde etwas genauer an. Sie beschränken sich meist auf zwei Umkehrungslagen. Akkorde mit Terz als Basston und Akkorde mit der Septime oder Sechste als Basston. Wir verfolgen jetzt einmal den genauen Aufbau der Akkorde. Die Kategorien Dur-Akkord, Moll-Akkord und Dominant-Akkord werden bestimmt durch die Akkordtöne Terz und Septime bzw. Sechste. Die Dur-Akkorde haben eine große Terz und eine große Sechste oder Septime. Die Moll-Akkorde eine kleine Terz und kleine Septime und die Dominant-Akkorde eine große Terz und kleine Septime. Das Left-Hand-Voicing ist ein vierstimmiger Akkord. Die beiden fehlenden Akkordtöne werden zu den charakteristischen Tönen Terz und Septime bzw. Sechste hinzugefügt. In der ersten Zeile zum Beispiel sehen wir die Left-Hand-Voicings für den C6-Akkord. Dieser Akkord wird durch die None erweitert. Die hinzugefügten Töne sehen wir als ausgefüllte schwarze Noten. Diese sind im zweiten Takt der ersten Zeile die Quinte und None. Die Umkehrung dieses Akkordes sehen wir in Takt 4. Dieses Verfahren gilt für die übrigen Akkorde. In Zeile 4 zum Beispiel werden die Spannungstöne None und Tredezime der großen Terz und kleinen Septime hinzugefügt. Hier sehen wir zum Beispiel die uns bekannte Kadenz 2x7, 5-7, 1-6 in C-Dur mit den Left-Hand-Voicings D-Moll 9, G13 und C6-9. Diese beiden Akkordlagen begünstigen eine vorteilhafte Stimmführung bei Akkordverbindungen in kadenziellen Abläufen. D-Moll 9, Terz im Bass, G13, Septime im Bass,
C6-9, Terz im Bass. D-mol-9, Septime im Bass. G13, Terz im Bass. Und C6-9, Sechste im Bass. Die Akkorde werden so auf dem kürzesten Weg miteinander verbunden. Die Basslinie führt von der Terz liegen bleibend zur Septime des folgenden Akkords oder von der Septime fallend zur Terz. Bei allen Akkorden wird die Septime fallend zur Terz geführt. Da Left-Hand-Voicings Akkorde in enger Lage sind, sind insbesondere zur Tiefe hin Intervallgrenzen zu beachten. Im Allgemeinen bewegen sich diese Akkorde im oben dargestellten Tonraum. Der C-Moll-9-Akkord zum Beispiel klingt in dieser tiefen Lage schon recht dissonant und unklar. Durch einen Lagenwechsel mit der Terz im Bass kann auf einfache Weise die Klangqualität verbessert werden. Wir werden jetzt den Song Roundup mit Left-Hand-Voicings harmonisieren. Bei dem Leadsheet dieses Songs sind allerdings nur Akkordsymbole von einfachen Septakkorden angegeben. Bei der Umsetzung von einfachen Septakkorden zu Left-Hand-Voicings ist Folgendes zu beachten. Da einfache Septakkorde keinen Hinweis auf Spannungstöne enthalten und Left-Hand-Voicings in der Regel Akkorde mit Spannungstönen sind, muss überprüft werden, ob sich die in den Left-Hand-Voicings zu ergänzenden Spannungstöne mit der Melodik und dem harmonischen Verlauf vertragen. Im vorliegenden Fall ist die Übertragung einfach, da das Stück mit einer Ausnahme im Wesentlichen aus diatonischen 2-5-1 Verbindungen in D, C und B besteht. Wie funktioniert nun diese Umsetzung? Wir sehen auf der linken Seite eine kleine Tabelle, in der alle Akkorde aufgelistet sind, die wir für diese Umsetzung benötigen. Auf die bereits hingewiesene Ausnahme eines Akkordes werde ich später zu sprechen kommen. Im Übrigen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass bei Dur-Akkorden die große Sechste und die große Septe vertauscht werden können. Daher kann der Major 7 mit dem Major 6 Akkord ausgetauscht werden. Im folgenden Beispiel werden alle Major 7 Akkorde durch Major 6 Akkorde ersetzt. Die Akkorde in dieser Tabelle sind nach Akkordkategorien geordnet. In der ersten Zeile sehen wir die Dur-Akkorde, in der zweiten Zeile die Moll-Akkorde und in der dritten Zeile die Dominant-Akkorde. Alle Akkorde in den bereits bekannten Umkehrungen. Auf der rechten Seite sehen wir die ersten vier Takte des Songs Roundup in D-Dur. Die Akkordsymbole zeigen im ersten Takt den Moll-Akkord E-Moll-7, im zweiten Takt den Dominant-Akkord A7 und im dritten und vierten Takt den Major 7, den wir, wie bereits erwähnt, durch den Major 6-Akkord ersetzen werden. Da die Akkorde in der Tabelle in C notiert sind, müssen sie natürlich für ihre Verwendung in anderen Tonarten entsprechend transponiert werden. Für E-Moll 7 wählen wir also ein Moll-Left-Hand-Voicing aus, für A7 ein Dominant und für D-Major 7 ein Dur-Left-Hand-Voicing. Dabei beachten wir, dass wir die Akkorde so zusammenstellen, dass sie sich möglichst eng untereinander verbinden. Also möglichst keine Sprünge, möglichst sollen Töne wiederholt werden und die Septime zur Terz abwärts geführt werden. Auf diese Weise können die einfachen Septakkorde in Left-Hand-Voicings umgewandelt werden. Dieses Verfahren gilt für den gesamten Song. Eine Ausnahme bildet der A7-Akkord im drittletzten Takt. A7 wird, bedingt durch den Ton C in der Melodie, der als Kreuz 9 zu interpretieren ist, als alteriert eingesetzt. A7 gleich A7 Kreuz 9 B13.
Zu den alterierten Dominanten werden wir im nächsten Tutorial etwas Genaueres erfahren. Wir hören jetzt den Song in der Harmonisation mit Left-Hand Voicings. Und jetzt die gleiche Harmonisation in einer rhythmisierten Fassung für Jazz-Trio, gespielt vom Frank Chassinier-Trio. Das war, liebe Jazzfreunde, mein 11. Tutorial zum Thema Left Hand Voicings. Im nächsten Tutorial werde ich das Thema weiterführen und die alterierten Dominanzstrukturen vorstellen. Außerdem werdet ihr die Erweiterungen der Left Hand Voicings kennenlernen. Ein sehr interessantes Thema und ich hoffe, ihr seid wieder dabei.